meine lieben Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von, oder zur ersten Folge von COD. Was war das gleich? COD. Black Ops 2. Ah, Black Ops 2. Ja, ich merke mein gerade, mein Spiel ist ein kleines bisschen zu laut für eine Aufnahme. Ja, tötet mich ruhig, ich habe kein Problem damit. Bei mir ist gerade auch ultra laut. Aber egal. Ja, ach, wir spielen ja wieder Abschluss bestätigt. Passt. Ja, ja. Im Hintergrund hört man auch mein einzigen Kumpel. Oh, das ist wieder zu leise. Buh! Nein, das ist ein Kumpel, den habe ich... Oh, wie lange kennen wir uns denn schon? Also seit dem Kindergarten. Also das heißt viel zu lange. Das wird das Spiel, glaube ich, viel zu leise sein. Ja, es geht. Und... Er kam auf die dumme Idee, ja, lass uns mal ein bisschen COD zocken. Ich dachte mir so, ja, ich kann kein COD, aber lass uns mal eine Runde erstmal zocken. Er ist nicht so geübt auf der Maus und ich bin nicht so geübt auch im Spiel, also... Na, das ist doch Kacke! Gleicht sich das einigermaßen aus, habe ich den getötet. Was, womit gleicht sich aus? War gerade so laut, ja. Dass ich... das Spiel nicht kenne und du schlecht an der Maus bist. Alter, okay, ich muss eindeutig die Lautstärke runterschrauben. Ich habe dich schon wieder nicht verstanden. Ich find's lustig, wenn du mich auf einmal über... Okay, wir haben vorhin die ganze Zeit überhaupt nicht geredet gehabt und jetzt auf immer reden wir so viel. Ja, dank der Aufnahme eigentlich. Ich verstehe dich immer noch nicht. Ich rede auch mit meinen Fans, wenn ich welche hätte. Das hast du wieder verstanden. Ja, schön dank. Klar, ich war auch gerade nicht im Gefecht. Ja, seine Stimme kennt man bisher noch nicht, aber sein Aussehen kennt man schon. Ihr wisst das Aussehen noch nicht, aber ihr kennt ihn. Vielleicht. Doch, naja, die Leute haben, es haben 300 Leute das Video geguckt, also ich würde mal schätzen, es haben doch ein paar. Also jedenfalls. Nein! Also ja, man nennt mich auch Kronk. Ich weiß. Ja, also wer hätte auch was anderes erwartet. Ich habe schon viel zu viel Kronk in meinen Folgen gehabt, muss man echt sagen. Ja, weiß bloß niemand. Naja, das sind nämlich ja damals auch ein Bild vom Björn geschickt. Ah! Also, der Kunstablay, wer vielleicht den Namen besser was sagt. Und da habe ich auch mit Sorge gemacht, und wer ist denn das eigentlich so? Das ist Kronk. Also, wenn man so ausgeht, würde ich ja Kronk extrem kennen. Wir wären ja dann schon bei BFF, FFs. Und da würde mich zu jedem seinen Videos einladen, was natürlich auch in Wirklichkeit ist, was dem man anders... Na, warum? Was macht denn... Oh, diese Ruhe auf einmal. Viel zu wenig Tote. Blut! Oh, ach, das gehört zu mir. Ah, dort. So. Dann jedenfalls kurz zu machen, wir kommen jedenfalls darauf, eine kleine Runde zu machen, denn Berühmtheit kann ja niemanden schaden. Obwohl bisschen Blut. Obwohl du eigentlich schon berühmt genug bist. Du bist immer im Bild, als ich... Nein, wo rennt denn der hin? Bleibt hier... Oh Gott, Kotz, der ist mich... Na, danke. Also, wie gesagt, immer ein bisschen berühmter als ich. Mich kennt nur meine ganze halbe Firma. Und ich kennt... Weiß ich nicht, wie viele ich kenne. Ja. Alter Schwede, ne? Also jetzt, um Nägel mit Köpfen zu machen, er ist einer von Cayman. Von den Cayman-Inseln, genau. Ja, mir gehört die Cayman-Inseln. Deshalb... Oh, Alter, was? Wenn ich dran denke, verlinke ich das eine Video? Nein! Doch! Also ja, aber... Alter, ne, es ist gar nicht so einfach. Man muss ganz schön hart trainieren, wenn man das als Endpack hat. Hart! Dann was war Scheiß. Ich aber okay. Find's immer interessant, dass ich am Anfang immer so extrem abkacke, aber jetzt relativ gut vorankomme. Ja, man muss ja auch erstmal warm werden, ne? Oh, aha. Aha.
Darf man das im deutschen Fernsehen eigentlich sagen, sozusagen? Darf man? Ghetto? Dadurch, dass ich nicht unter diese Kategorie theoretisch falle, darfst du alles sagen. Darfst auch sagen, dass meine liebe Mutti einfach mal eine liebe Frau ist. Ah ne, ist eine von uns. Batz. Achso, ich wollte was ganz anderes machen. Wollte ja hier hin. Au, Eddie. Guck mal gucken, wie stehen die Punkte. Ah, also ich bin bei 4000 und der Matrix außerdem ist der liebe Kumpel. Boah! Hurensohn. Alter, nein. So, süß. Oh, ey. Meine KD ist natürlich auch die beste. Ach du Scheiße, ging die Runde schnell, so schnell wie ich sie ja nie erwartet. Super KD, ey. Ha. Geil. Den letzten. Oh, keiner von uns. Porter. Irgendein Bot halt. Achso, sag mal bitte. Also wir müssten schon dazu sagen, dass wir gerade ein Bot-Game zocken. Nein. Weil wir einfach noch viel zu schlecht für die Welt des Online-Spiels sind. Das sind keine Bots, wir sind gerade in der ESL. Also das hast du ganz vergessen, oder? Junge, spiel mit. Ja. Die Mädels stehen drauf. Oh, zur nächsten Runde. Diesmal eine Runde Wait war das gewesen. Immer noch dasselbe. Und immer noch mit den gleichen Typen. Leider. Ja, ich tue mir selber leid, aber... Ich kann mir leider niemanden anderes leisten. Der Rest ist mir leider zu teuer. Und hier muss ich erstmal gucken, wie die Map aufgebaut ist. Trotzdem habe ich schon mal zwei tot gemacht. Sagt man es eigentlich, okay. Ich habe zwei tot gemacht, oder sagt man es irgendwie, kann man es auch irgendwie anders sagen? Was, du hast zwei tot gemacht? Ja, das hört sich irgendwie so kindlich an, so. Ja, das sagt man, glaube ich, auch nicht, ne? Getötet, glaube ich, ist das. Du hast hier zwei getötet, ja, also tot gemacht. Oh, er hat mich tot gemacht! Das ist genauso wie im letzten Stream, also da, wer den letzten Stream nicht gesehen hat, warte mal, wann da war denn der? Der war am Wochenende gewesen. Was war denn Samstag für ein Tag? Samstag. Keine Ahnung. Datum, ja. Kann ich dir nicht sagen. Ich müsste jetzt nachgucken. Oh, das sind aber geile Autos hier. Naja. Ja, besser als was ich fahre. Nee, finde ich nicht. Nicht ehrlich. Naja, vom Aussehen sagen wir es mal so her. Nee, finde ich ebenfalls nicht. Mein Auto mit den 3 Millionen Rissen in der Seite ist viel besser als ein ganzes Auto. Finde ich perfekt. Ach ja, du wolltest mir das auch abkaufen. Ja, ich bin halt der PC-spielende Hippie. Also ich glaube, wir müssen irgendwann mal die Bots höher stellen von der Stärke. Weil allein das ist ja jetzt schon viel zu schwach. Für dich vielleicht. Alter, wie gesagt, ich spiele das erste Mal wirklich PC-Games. Aber jeden Tag Minecraft suchten. Ja, das ist ja was völlig anderes. So, da brauchst du ja nicht auf Schnelligkeit gehen, wenn du nur baust. Du hast aber auch PvP. Ja, oh. Au. Ja, aber da brauchst du halt auch nicht aimen so krass, weißt du? Das ist halt was völlig anderes hier. Hallo Matrix. Ich glaube, ich muss halt einfach mal Local Game machen. Die Map finde ich einfach ein bisschen zu groß. Du kannst, hast hier viel zu viele Ecken, wo du hin und her laufen kannst. Abschuss bestätigt. Abschuss verwehrt. Abschuss verwehrt. So läuft's ab, Leute. Erzähl mal nochmal. Du bist ja hier, bist ja einer von den berühmten Caymans.
die man ja aus Görlitz kennt. Ja. Wie kamt ihr dazu, überhaupt Musik zu machen? Ey, keine Ahnung. Ich bin ja einfach dazu gekommen. Also die Jungs hatten schon mal eine Band gehabt. Hör doch auf! Also ich würde sagen, danach nach diesem Kommentar könnte seine Freundin zu Hause sein, die aufhören soll zu reden, sondern anfangen soll zu kochen. So. Genau, wo war ich? Achso, die Jungs waren schon mal in der Band, die hatte sich dann irgendwann aufgelöst, weil die anderen angefangen haben zu studieren. Und dann kam ich irgendwann mal durch eine beste Freundin mit, die hat mich dort mal mit hingeschleppt, weil die mit den Jungs befreundet war, dazu. Das war alles. Also Leute, um ehrlich zu sein, ich habe selber noch nie die Geschichte angehört, also für mich ist es selber gerade... Hast du mir das schon mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Was bist du dir? Ich bin überhaupt nicht sicher, ob du es mir schon mal erzählt hast oder nicht. Ich glaube nicht, du hast es auch noch nie gefragt. Nee, nie so richtig. Eigentlich wollte ich das. Und wer nicht fragt, bekommt auch keine Antwort. Der Computer sagt nein. Wo ich hier den Schaufelradbagger zusammengebaut habe, wollte ich ja eigentlich dich irgendwie TS oder so dazu holen, um mit dir darüber zu reden. Hättest du machen können, wenn du was gesagt hättest! Ja, aber ich war auch immer so schnell mit dem Bagger fertig, da habe ich das dann sein gelassen. Abschuss verwehrt. Arsch! Aber ich will in nächster Zeit noch mal was machen. Ja. Verbündeter Todbringer läuft warm. Was denn? Noch mal so ein Bagger laufen. Okay. Oh, also nicht so. Also nicht so ein Bagger, sondern einfach mal. Verbündeter Todbringer läuft warm. Alter, was habe ich denn hier für eine Waffe? Todbringer. Boah, lol. War das in der Kiste? Ich glaube schon. Ja, Todbringer. Super. Damit kannst du jetzt ganz schön abstauben, ne? Ja. Süß. Also, süß wie ich auch aussehe, ist auch die Waffe. Aha. Was willst du denn jetzt darauf hören? Eigentlich boah, Sniper, get down! Ach ja, unten. Du willst jetzt hören, dass du süß aussiehst? Jo. Okay, naja. Kann ich dir leider nicht sagen. So, schick mal hier lang. Und tschüss. Ja, aber nochmal zurückzukommen. Es war jetzt geplant, nochmal in nächster Zeit sowas zu machen. Irgendwann mal was zu bauen, wenn ich das Geld und die Zeit dazu habe. Zeit habe ich, aber das Geld ist natürlich die andere Sache. Ja. Ich war auch mal jung und brauchte das Geld. Jetzt ist er 40 Jahre alt und hat kein Leben mehr. Ey, was willst du machen? Frührente halt. Frührente, du bist jünger als ich, Junge. Ich find's geil. Ich habe nämlich einen Stream jetzt vor kurzem gehabt. Ich hab's dir, glaube ich, schon erzählt gehabt. Da kam einfach irgendwie einer rein und hat die ganze Zeit seinen Namensfarbe geändert gehabt. Ich hab's eigentlich erkannt gehabt, hab aber so gedacht, als ob, ja, könnte ja doch stimmen, dass er mir Geld gespendet hat. Wäre insgesamt ein Wert von 300 Euro gewesen. War am Ende doch nicht gewesen. Fand ich echt schade. Aber es war trotzdem geil gewesen. Der Typ 40 Jahre alt und sonst irgendwas und hat extrem viel Geld und ziemlich geil. Ja, der. Naja, zumindest angeblich. Ja, sagen wir es mal so, mir ist es auch dann wirklich ja, egal, schön, aber man weiß nicht, was die Zukunft alles bringt und was er wirklich ist. Und man kann ja auch eine Frau sein und sich als Mann ausgeben. Ist mir auch relativ egal. Der, mit dem ich gerade spiele, kann auch sein, dass es seine Freundin ist und gut. Ich nur laber. Ja, ja. Die Freundin spielt und du laberst. Ja, könnte man einiges natürlich darunter vorstellen. Logisch. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das reicht für einen Part, für den ersten Part. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt nochmal oben, wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr oder weniger davon sehen wollt. Wollt ihr natürlich nochmal Matrix drin dabei haben? Wollt ihr vielleicht ein paar Fragen über Cayman wissen? Dann schreibt es natürlich unten in die Kommentare und dann Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich natürlich auch bei ihm. Ah, bitte, bitte, ahoi. Ahoi, genau, ahoi. Ahoi, Brause. Ich gehe nach Hause. Und das kannst du nun machen, denn der Part ist nun... Jetzt halte ich die Schnauze.
Denn du hast eine richtig Plauze. Haha, ja, alter Bierbauch ist da. Okay, gut, dann ciao, ciao.